Vizerektor Karl Schwaher begrüßte am 30. November mehr als 50 Persönlichkeiten, die als lebende Bücher Fragen nach dem Motto der Veranstaltung beantworteten, wie ich wurde, was ich bin. Was erwarten Sie sich heute von diesem Living Book Day? Ich erwarte mir, dass die Living Books an die Studierenden, an unsere Studierenden, ihre beruflichen Erfahrungen weitervermitteln. Einerseits die Herausforderungen und die Chancen, aber auch zum Teil das realistische Bild in der heutigen Berufswelt. Und welche Living Books sind heute hier eingeladen? Eigentlich querbeet, hauptsächlich im Bereich der Kultur, Kunst, in der Wirtschaft, leider etwas zu wenig im Bereich der Naturwissenschaften, und wir werden sicher bei einem der nächsten Veranstaltungen auf diesen Punkt mehr achten. Und wie läuft es jetzt ab beim Living Book Day? Was passiert? Es ist so, dass die Veranstalter für jeden Zuhörer eine 25 Minuten Zeitspanne ausersehen haben, dass sie sich mit dem Living Book unterhalten können, dass sie Fragen stellen können. Dann bekommen die Living Books 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Also ich interessiere mich hauptsächlich für Kunst und Kulturmanagement in die Richtung, und da gibt es zum Glück einige Angebote, aber die waren leider alle schon vergriffen, eine Dreiviertelstunde vorher, und jetzt warte ich auf die nächste Runde, damit ich hoffentlich einen von meinen Vieren bekomme. Die Leute, die bekannt sind aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel die Frau Sperrer oder der Herr Glatauer, die heute auch da sind, sind sehr häufig nachgefragt. Die Frage, die am meisten gekommen ist, hat mich gar nicht überrascht: Wie wird man Schriftsteller, wie wird man Schreiber, also wie macht man das, wie kommt man dazu, mit einem Buch zu einem Verlag zu kommen, oder wie kommt man überhaupt, also wie kommt man zum Schreiben, wie kommt man zu einem Buch, das war die häufigste Frage. Und hier Uni Wien, erinnert Sie das an Ihre eigene Studentenzeit, welche Gefühle kommen auf? Gefühle des schlechten Gewissens, denn in diesem Raum in der Uni-Bibliothek war ich viel zu selten. Also ich hätte viel mehr lesen müssen, oder habe das Gefühl gehabt, ich mache es mir vielleicht ein bisschen zu leicht, und war hier nur einige Male, das war immer eine sehr angenehme Zeit für mich und angenehme Phase, und sonst verbinde ich mit der Uni, es ist bei mir schon wirklich sehr lang her, aber eigentlich Gutes. Ich habe Geschichte, Germanistik hier an dieser Universität studiert, vor langer Zeit, und bin jetzt künstlerischer Leiter des Festivals Wien Moderne, also etwas ganz was anderes auf den ersten Blick. Ich habe während meines Studiums schon viel gearbeitet in der freien Szene hier in Wien, im Bereich des Musiktheater, Opernbereich, und habe nebenbei das Studium fertig gemacht und würde das auch jedem raten. Es hat etwas mit Disziplin zu tun, und eine humanistische Ausbildung schadet per se nicht. Warum genau Hauke Christoph? Weil er ähnlich wie ich, also Lehramt studiert hat und zuerst das Hobby hatte, Kabarettist zu sein, und jetzt macht er es vollberuflich. Und dann hat der damalige Chef gemeint, er hätte zu viel Arbeit, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mitzumachen. Und ich dachte, ja, wohl fühle ich mich, die Arbeitszeiten sind angenehm, eher länger schlafen, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll eigentlich. Also klassisch, ja, mache ich, was gibt's zu tun? Ja, und das Ganze war auf 3 Monate einmal befristet. Und nachdem das 1999 war, sage ich meistens, das sind die längsten 3 Monate meines Lebens gewesen bis jetzt. Ja, Living Books, das Projekt, das hinter dem Living Book Day von der Idee her steht, ist ein Projekt, das ich im Jahr 2007 in Österreich gegründet habe. Und da gab es mittlerweile schon über 70 Veranstaltungen. Und wir machen Gesprächsveranstaltungen, die eben es ermöglichen, in zeitgemäßer Form Menschen sich begegnen, und wo wir das Thema Vielfalt in einer positiven Art und Weise vermitteln wollen. Wir finden es sehr schön, weil es ist ein großer Andrang da. Es ist viel Nachfrage von den Studierenden nach dieser Veranstaltung. Machen Sie ja zum zweiten Mal.
Und ich sehe einfach draußen am Check-in-Counter stehen die Schlangen, um hier ein Living Book zu entlehnen. Wir werden uns bemühen, dieses Veranstaltungsformat fortzusetzen. Es ist einfach in diesen Räumlichkeiten eine ganz besondere Atmosphäre, die wirklich diesen Rahmen auch gibt, dass man so ein persönliches Gespräch führen kann und auch wirklich sich traut, im Vier-Augen-Gespräch Dinge zu fragen, die man vielleicht sonst nicht wüsste, wie man sie formuliert. Ich glaube, dass man auf jeden Fall schon vor Abschluss des Studiums, deutlich vor, vielleicht nicht gleich am Beginn, man muss sich ja da auch orientieren, aber deutlich vor Abschluss des Studiums schon Wege versuchen soll. Das ausprobieren, das. Das Ausprobieren ist etwas ganz Wichtiges. Fail better. Try again, fail better. Persönlich für Sie, hätten Sie einen Pluspunkt, die positivste Sache an Ihr Beruf? Die positivste Sache an meinem Beruf ist, dass er mir im Kern großen Spaß macht und dass ich ständig lernen kann. Also dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas, es ist immer Routine dabei und gewisse Sachen weiß man schon, wie man so ein Programm anlegt, aber ich kann eigentlich jeden Tag etwas lernen und dazulernen und entdecken. Und ich kann auch das, was ich lerne und entdecke und was mich neu fasziniert, kann ich auch weitergeben an andere Menschen. Das ist was Wunderbares. Dann bedanke ich mich sehr recht herzlich für die ausführliche Information und schönen Nachmittag. Danke schön. Danke. Natürlich für die, die das für Uni. Uni ist ein Wort. Genau, Uni Wien. Ein ganzes langes Wort. Ja.